Moin Leute, herzlich willkommen in einem neuen Video. Was haben wir? Wir haben Herbst. Wir haben den 11.11., nicht 11.11 Uhr, ist Nachmittag. Wir probieren heute mal eine Kerner Crosscutter aus. X-Cut Solo. Crosscutter Disc. X-Cut Solo. 4,50 Meter. Warum 4,50 Meter? Hätte gerne 6 Meter genommen, aber man kriegt momentan das von den Herstellern, was sie überhaupt zur Verfügung haben. Und alle haben im Prinzip nichts. Weil es keine Teile gibt. Deswegen, hier ganz interessantes System. Einmal die Messerwalze hier. Und dann einmal nochmal eine Crosscutter-Disc, die einmal nochmal in die andere Richtung schneiden soll. Was direkt auffällt, was wirklich gut gemacht ist, hier einmal dieser Bereich, der hier frei bleibt. Da hat hier die Crosscutter-Disc eine Mini-Messerwalze aufgeschweißt. Wie will man es nennen, ne? Auf jeden Fall ganz cool gemacht. Wir haben hier keine Rückverfestigung. Also keine Walze hinterher. Wir können das Gerät vorne als auch hinten fahren. Ich wäre es jetzt eigentlich vorne gefahren, muss aber dazu sagen, der Fendt hat hier keine Fronthydraulik. Der kannst du ja nicht mehr ausklappen. Deswegen nehme ich es hinten ran. Für die Sonnenblumenstängel wäre es ganz geiler gewesen, wenn die erst kaputt gemacht wären und dann fährt man rüber, weil die teilweise sehr sperrig sind. Was ganz cool ist, hier die Absperrung, die können wir auch entsprechend umklemmen. Ja, dann haben wir sie auf der anderen Seite, wenn wir sozusagen vorwärts fahren. Auch daran hat Kerner gedacht. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wie uns das Ganze hier gefällt. Was fährt da für ein Fendt vorbei? Oha, ein 10,50 von der 6 Meter Scheibenecke. Na ja, gut. Der fährt bestimmt nur Transport. Von A nach B. Da haben wir Transportsicherung, die müssen wir gleich mal ausklappen. Dann müssen wir das mal ein bisschen einstellen. Gucken, wie es sozusagen harmoniert funktioniert. Dann gucken wir uns aber erstmal an, was wir hier vorfinden. Wir haben ja hier Sonnenblumen gedroschen mit dem Trion. Wenn ihr euch erinnern könnt, die sind jetzt schon ziemlich mürbe geworden. Das sah nach dem Dreschen noch anders aus. Aber jetzt, guck mal hier, wenn ihr das hier seht, ne? Das ist ja fast der Schlagstock von Bam Bam. Also die Flintstones, wer es noch kennt und wer es nicht kennt. Genau, so sieht es im Prinzip aus. So sahen eigentlich die Köpfe hier aus. Bisschen abgefranst oder hier oben wie hier abgeschnitten. Da, oder auch wie die hier liegen, auf dem Boden abgeschnitten. Wir hatten natürlich auch hier ein paar Sturmschadenköpfe, ne? die hier auf dem Stück vermehrt waren, die Sturmschadenköpfe. Hier zum Beispiel ist ja schade drum. Was aber ganz schön wäre, wenn wir die halt zerkleinern würden irgendwie, dass die an der Oberfläche kommen. Ja, und entweder fressen das die Vögel weg oder sie verrotten. Ich habe letztes Jahr den Punkt gehabt, ich habe das mit einer Scheibenecke bearbeitet und habe die Körner eingewühlt und oh Gott, Leute, das sah im Frühjahr aus einfach wie ein gesäter Teppich. Das war so krass. Deswegen, ja, einfach an der Oberfläche lassen. Der Punkt ist, ja, die Stängel sahen ziemlich zu der Ernte so aus, ne? Richtig grün noch, richtig zäh. Die wären dann aber richtig mürbe hier. So sieht das also aus. Also ich würde fast behaupten, das würde ich auch noch mal probieren, wenn die nachher so sind, dass ein Überrollen mit dem Güttler auch ausreicht, damit die zerbrechen. Ja, so sieht es dann aus. Ja, dann wollen wir jetzt erstmal rüberfahren und die so ein bisschen unter oder ein bisschen zerkleinern. Ja, der Punkt ist aber auch, ich glaube im Frühjahr, also inzwischen liegt inzwischen bestimmt 60-70% von den Stoppeln. Die standen erst alle. Und ich würde fast behaupten, im Frühjahr liegen sie alle. Und wenn wir dann mit dem Striptill rüberrollen, dann sind sie sicherlich zerbrochen. Ja, und die Regenwürmer machen dann den Rest. Wir gucken uns das Ganze mal an. Wir haben das Gerät zum Testen. Wir werden es jetzt einsetzen hier auf den Sonnenblumenstoppeln. Wir werden es einsetzen auf Maisstoppeln. Und wir fahren mal in der Zwischenfrucht gucken, was das Gerät so kann. Ja, dann legen wir mal los. Ich mache mal die Transportsicherung raus. Und dann gucken wir uns die ersten Meter da mal an. So, mal einen Hektar gemacht. So sieht er jetzt aus. Man muss sagen, macht wirklich einen Unterschied, ob man mit den Stängeln oder gegen Stängel fährt. Ja, das Ergebnis ist schon begeisternd. Das ist schon gut. Die Köpfe sind jetzt hier oben drauf, liegen so her. Die Frage ist, wenn sie jetzt so frei sind, ob sie jetzt von Vögeln angenommen werden, weil ich glaube, wenn die Stoppeln drüber sind, vielleicht weniger. Vielleicht sind die Vögel auch generell lieber bei uns am Mais. Aber so sieht's aus, ne? Also alles hier kleine Stücken. Jetzt muss man auch sagen, hier ist natürlich auch ein bisschen Erdbewegung hier, ne?
merkt man schon, das ist jetzt hier alles lose, da wo der Damm war, ne? Ist die Erde bewegt. Und wir müssen ja sagen, hier sind wir gerade gegen der Fahrtrichtung, wenn ihr das seht. Hier ist der Trion so ein bisschen quer gefahren, dank Moritz. Also Moritz, vielen Dank, dass wir auch jetzt testen können, ob die auch quer gut geschnitten werden. Und das ist, glaube ich, im Prinzip eine der Stärke der X-Cut, ne? Weil wir in beide Richtungen schneiden. Wir schneiden nicht nur so in diese Richtung, sondern auch in diese Richtung, wie man das jetzt sieht. Das heißt, wenn jetzt die Stängel hier so durchkommen, so wie hier, dann würden sie ja teilweise eigentlich gar nicht geschnitten werden, beziehungsweise nur wenig. Und dafür ist ja hier hinten nochmal diese Crosscutter-Scheibe, ne? Dass wir auch nochmal in der anderen Richtung schneiden. Hier sieht man es auch sehr schön, wie es da nochmal geschnitten wird. Ich muss mal gleich gucken, ob ich hier irgendwo meine GoPro anbringen kann, damit ich das für euch nochmal ein bisschen aufnehmen kann. Wäre schon ganz cool. Wäre schon definitiv ganz cool. Ja, und wenn wir natürlich mit der Richtung fahren, dann sieht wirklich krass gut aus. Richtig schön kurz, also das hat die Scheibenecke letztes Jahr nicht drin bekommen. Hier sehen wir natürlich, wenn der Boden härter ist. Und hier sehen wir auch dann das Schneidraster. In welchen Rahmen wir hier so schneiden. Ganz anderer Blick, ne? Wäre natürlich die Frage, wenn unsere Dämme nicht so schlimm wäre, ob die dann noch ein bisschen besser laufen würde. Ich glaube wahrscheinlich. Also Erdbewegung haben wir nur quasi da, wo ein Damm war. Ansonsten nicht. Hier sehen wir aber auch echt, wie viele Köpfe hier so lang vom Sturm, ne? Hier war nachher so eine Stelle, die war besonders schlimm hier so in dem Radius. Begeistert. Wirklich begeistert. Sieht wirklich gut aus, Leute. Muss ich echt sagen. Bin gespannt. Wir kriegen natürlich noch zwei andere Messerwalzen zum Testen. Aber das überzeugt mich schon mal sehr. Ich würde das gerne aber noch mal vorne in der Front fahren, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, morgen früh oder so werde ich noch mal fix den 900er Fan hier anbauen. Da haben wir 6R. Die Jungs sind am Waschen und haben da auch immer zum Waschen. Schade um die ganzen Körner, ne? Aber so ist das manchmal. Immer schlimm, weil man dann bei den Sammlungen die Verluste halt so richtig sieht, ne? Ja, und wird den eigentlich noch mal in der Front fahren, weil dann glaube ich noch besser, ne? Aber man sieht nicht, aber da vorne, also wenn wir so ein bisschen was runterfahren an Material, dann ist es da eher gequetscht. Stelle von hinten geschnitten und ich glaube, wenn er in der Front wäre, ich glaube, dann wäre wirklich alles richtig geschnitten. Aber es sieht geil aus, muss ich sagen. Es sieht wirklich geil aus. Ich habe gerade festgestellt, ich hatte das Mikrofon in der Hand. Ich hoffe, trotzdem ist der Ton gut, ey. Nicht, dass ich jetzt eine miese Tonaufnahme hatte. Und dann gucke ich mal, wo wir den jetzt ranmachen. Werden wir sehen. So, ich bin jetzt hier mal bei Mais angekommen. Ich habe mir jetzt den 900er Fendt übrigens genommen, weil ich das Ding unbedingt in der Front fahren will. Und was wirklich störend ist, muss man gucken, hier verklemmen sich immer, ich glaube, hier ist er da oben, ne? Genau. Hier. Da oben drinne. Ah, mein Mikrofon. Seht ihr das? Da oben drinne hat sich ein Stein reingeklemmt. Da. Da. Und das habe ich hier tatsächlich die ganze Zeit. Also hier vorne, da, da vorne, also fast jetzt in der Bahn, in jeder Bahn, in dieser Bahn zweimal. Das klemmt sich da rein und dann schiebt der Erde auf. Der muss ja entweder ein kurzes Stück rückwärts fahren oder du gehst halt raus oder du fährst halt, keine Ahnung, 50 cm rückwärts und dann ist es draußen. Das belastend, weil man die ganze Zeit diese Haufen schiebt. Mit diesen Steinen, da sind sie. Diese Größe. Da. Diese Größe sorgt dafür, dass wir die ganze Zeit Stopfer haben. Weil die nicht genug Freigang hier vorne haben, da oben. Zu wenig. Sodass das ständig anfängt zu stoppen. Kritikpunkt. Ansonsten, die Bearbeitung am Stoppel sieht gut aus, aber es ist mir zu viel Bodenbearbeitung. Wenn man sieht, guck mal, wie tief. Hier, das ist eine halbe Handfläche, das sind so 5 cm tiefe Bodenbearbeitung. Ich meine, das Ergebnis ist gut, keine Frage. Die sind alle aufgefasert, aufgespliced.
Der Anteil an ganzen Stoppeln ist wirklich sehr, sehr gering. Also ich habe beim Fahren hier so mal ein bisschen gesehen. Hier könnte die sein. Ne, die ist auch gerissen. Ja, die ist auch gerissen. Das Ergebnis von den Stoppeln ist Bombe. Aber wie gesagt, mir ist das eigentlich zu viel Bodenbearbeitung hier, ne? Es sind immer die Dämme, die sozusagen aufgeschnitten werden. So sieht es ja vorher aus. Hier durch mein Orbis waren die auch so schon gut aufgefasert, wie ihr hier seht. Also der hat ja hier auch einen Riss. Riss. Der ist ganz. Der ist gerissen. Ja, der war so eine Mischung. Aufgefasert, ganz aufgefasert, auch aufgefasert. So im Prinzip, ne, hier ist ein ganzer. Ich will mir das unbedingt nochmal mit dem Güttler angucken. Ja, also das Arbeitsergebnis ist top, wie ihr seht. Das ist in den Sonnenblumen richtig gut gewesen. Und hier jetzt auch. Wie gesagt, also das ist schon wie eigentlich ein richtiger Stoppelsturz. Also hier sacken richtig die Beine ein. Klar, sicherlich die Crosscutter-Disc, ne? Die macht da auch ihren Teil. Aber man braucht da ja auch, ist ja logisch, ne? Der Boden ist halt weich und dadurch sinkt das Gerät ein. Also wie man sieht, ne? Hier, zack, der Boden ist ja weich. Da sackt ja im Prinzip die Messerwalze ein, die Crosscutter, und dann holen sie die Erde hoch und werfen damit. Wenn du halt im Prinzip beim Vorgewende alles überfahren hast, oder so wie hier in der Fahrgasse, ne? Da hast du halt keine Bodenbewegung, hast du einfach nur Stoppelbearbeitung, was ja geil ist. Aber mein Boden ist ja halt immer fluffig. Das ist ja das, Leute, das ist ja das. Das ist ja das. Der ist hier, doch, der ist auch minimal gebrochen. Aber tatsächlich ist hier auch, wie man sieht, der bis unten vorgedrungen. Aber der ist nicht mehr zu Hause. Seht ihr das? Ja. Ich fahre mal weiter. Und was natürlich auch krass ist, durch die Stoppeln oder durch die Stängel bei den Sonnenblumen ist ja hier so viel Material drin, ne? Hier, das schiebt sich durch die Halme, die gegen die Arbeitsrichtung liegen, so krass rein. Und ich habe hier vorhin schon sauber gemacht. Ich meine, da muss man sagen, wäre schon besser, wenn es hier geschlossen wäre. Aber andersrum versteht man das auch, dass das wieder nur noch mehr Verstopfungspotenzial bietet, wenn das alles geschlossen ist. Oder das Blech müsste halt hier bis hier vorne verlängert werden. Dann wird es halt nur so rüberrutschen. Ja, weiß man nicht, ob es denn vielleicht auch das Schneidergebnis negativ beeinflusst. Ja, ich fahre mal weiter. Ich fahre vielleicht jetzt mal da unten zur Zwischenfrucht rüber. So, ist schon ein bisschen später jetzt. Was heißt später? Ist einfach nur früh dunkel. Hier unser Rettich. Ist aber auch ein Gerät, ne? So sieht der Ganze aus. Also die Zwischenfrucht, das ist hier die Zwischenfrucht, die mit der Primera gedrillt wurde. Ohne Gärreste, nur mit Mist. So sieht's aus. Im Prinzip hier einmal komplett zerkleinert. So, ne, jetzt hier sieht man auch die Einschnitte. Ich habe ja eigentlich gehofft, man muss auch sagen, wenn ich das jetzt abschneide, ob der Klee noch ein bisschen besser austreibt. Müssen wir einfach gucken. Ich will ja nicht die ganze Fläche machen. Ich will einfach nur ein bisschen was hier machen, ein paar Meter, um zu lernen. Hier ist der Klee. Da wäre eine Kleepflanze. Die haben wir natürlich ein bisschen mit abgeschnitten, aber der kann das ja eigentlich ab. Hier, das ist aber auch echt riesig rettig, ne? So sieht es ja im Prinzip vorher aus. Die Alternative, die ich ja vorhatte, ist ja im Winter abzuwalzen. Wir haben ja das Ramtillenkraut. Das hat aber gut vom Frost einen weggekriegt, genauso wie der Buchweizen. Da ist im Prinzip auch nichts mehr los. Vor einem Monat ungefähr abgefroren. Hier der Rettich. Und ja, im Prinzip will ich jetzt einfach rausfinden, inwieweit und wie gut das jetzt weiter wächst oder welche Auswirkungen das jetzt hat, wenn wir das im Vorfeld hier einmal wegnehmen. Er ist auch mega üppig geworden, der Rettich, ne? Wenn man jetzt hier reinguckt, das Stroh ist fast komplett weg. Ist ja alles Direktsaat hier. Der Klee, ah, seht ihr da, kann sich ja im Prinzip kaum etablieren. Was ich halt gedacht habe, wenn wir den jetzt hier einmal wegmessern, dass er im Prinzip wieder austreiben kann, weil er ja dann Licht hat,
Hier liegt aber jetzt auch echt eine fette Matte drauf, ne? So, wenn wir das jetzt hier wegkämmen, da wäre hier so eine kleine Kleepflanze. Vielleicht ist auch schon zu spät für so eine Experimente, weil ja kaum noch was wächst. Werden wir sehen. Im Prinzip kriegen wir es ja nur raus, wenn wir das immer uns alles angucken. Das ist schon krass, oder? Wie riesig der geworden ist. Ich habe vorhin auch gesehen, eine wurde vorhin zerschnitten, die sah fast aus wie eine Runkel. Die war noch krasser. Genau. Aber ihr seht, also ist auf jeden Fall alles zerschnitten, ne? Ist nichts mehr, was hier richtig im Boden steht. Es liegt hier nur noch, ist wie abgemäht. Und hier haben wir jetzt wiederum auch kaum Boden mehr. Aber hier habe ich auch wieder keine Probleme mehr mit den Steinen. Wie feucht das unten drin ist, das ist krass, ne? Das ist richtige Schleimschicht hier. Genau, hier hatte ich jetzt auch keine Probleme mehr, weil es halt alles auf dem Boden liegt und halt fest ist, direkt seit Boden. Gut, bis später. So, Leute, mal gucken, hier bin ich gerade mit Schrittgeschwindigkeit noch rüber gefahren. War es halt ein bisschen ganz, aber es ist halt alles gequetscht, ne? Wir haben den nächsten Tag, wir kommen zum Fazit. Ich habe jetzt ungefähr 10 Hektar damit gemacht. Bisschen mehr in den Sonnenblumen, ein bisschen Mais und wie heißt das andere in der Zwischenfrucht. Was gibt's zu sagen? Der Aufbau ist eigentlich, muss man sagen, ziemlich simpel und ist eigentlich leicht gemacht. Das Gerät ist auch nicht wirklich schwer, ne? Wir haben ja hier eine Messerwalze und hier hinten im Prinzip Crosscutter-Scheiben. Was auffällt und was wirklich gut gemacht ist, ist, dass der Raum, wo die Messerwalze eine Lücke hat, da hat Kerner halt hier nochmal diese Streben draufgeschweißt. Finde ich wirklich gut. Also du hast wirklich ein komplettes Schnittbild. Das muss man wirklich sagen. Das Schnittbild ist hervorragend. Seht ihr, ich habe jetzt ungefähr 10, 12 Hektar gemacht und ja, Steine habe ich auch ein paar mitgenommen, zwangsläufig, weil anders geht es ja bei mir nicht. Ich bin steinreich und man sieht eigentlich im Prinzip nichts. Aber hier sind so Mikrodellen, wenn man das so sehen kann. Aber im Prinzip halt nichts, wo man jetzt sagen kann, oh, das Material ist zu weich. Hinten genauso, die haben natürlich ein bisschen weniger Last. Die sind natürlich auch hier auf Gummipuffern gelagert, ne? Also alles im allem muss man sagen, Schnittbild ist top. Also das sieht wirklich gut aus. Auch beim Mais sind die Stoppeln wirklich schön zerkleinert. Das fällt sehr, sehr positiv auf. Ein Problem, was ich hier auf meinen Breiten habe, und das ist wirklich ein großes Problem, sind im Prinzip diese kleinen Steine, die sich hier genau da zwischenklemmen, in diesen Raum oder hier in dem Raum. Hier zwischen hatte ich das auch schon, sodass die Walze blockiert. Und wenn wir so ein bisschen steinreich sind, da drüben ist ja meine Biogas, da sind wir ein bisschen steiniger, auch kleine Steine. Da haben wir das schon so, dass es alle 100 Meter dazu kommt, dass sie blockiert. Das ist mein Negativ-Kritikpunkt, den ich erstmal finde. Das Gerät macht relativ viel Erdbewegung, wie man auch sieht. Das sieht aus wie ein Stoppelsturz, ist aber auch letztendlich logisch. Wir müssen ja irgendwie mit Kraft zerschneiden und wir machen das ja mit Druck. Ne, und je weicher der Boden ist, desto tiefer drücken natürlich auch die Scheiben ein. Wenn wir natürlich ja eine Spur haben am Vorgewende, die ist fest oder so, dann zerschneiden wir tatsächlich nur die Pflanzen. Also auf schwereren Böden ist der Effekt nicht so. Aber bei mir hier auf meinem Kuchensand, seht ihr selber, ne? Das ist halt richtig gelockert hier an der Oberfläche. Das ist halt einer der Punkte. Ansonsten schön gemacht, dass man den auf beiden Seiten fahren kann, vorne und hinten. Ist eine super Lösung. Dann gibt es hier noch den kleinen Pluspunkt, muss man sagen. Hier gibt es so eine Verriegelung, hier gibt es ein Stecken. Da. Wenn man den rausmacht, dann kann das Gerät gewissermaßen ein bisschen lenken. Seht ihr das? Hier nimmst du den Stecken raus und dann kann der hier lenken. Und sozusagen kannst du auch dann besser lenken. Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn das Gerät unten ist und es ist starr und ihr wollt lenken, kommt ihr kaum rum. Deswegen kannst du so ein bisschen lenken. Richtige Kurven kannst du trotzdem nicht fahren damit. Aber es fährt sich deutlich besser. Also ich bin ein Teil ohne gefahren und ein Teil mitgefahren. Und man muss sagen, das fällt wirklich sehr positiv auf. Ich bin hier vorne auch, diese Bahn hier vorne,
mit 5 km/h gefahren, eben für die Drohnenaufnahmen. Da müssen wir natürlich wirklich sagen, ich bin auch bei den Drohnenaufnahmen etwas langsamer gefahren, damit ich besser filmen kann. Normalerweise bin ich jetzt so 15 gefahren. Und die Hersteller sagen ja, je schneller man fährt, wenn man 20 fährt, umso besser ist die Schneidleistung. Aber hier bin ich 5 km/h gefahren und das Ergebnis sieht trotzdem gut aus. Hier ist natürlich Sonnenblume. Was das sein? Sonnenblume ist aber auch ein einfaches Gut am Schneiden. Ich habe es jetzt beim Mais teilweise mal 8 km/h ausprobiert. Auch da war das Ergebnis noch gut. Sodass man sagen könnte, ja, vor der Drillmaschine oder so würde das auch funktionieren in der Front, wo ich sagen würde, das macht einen Job, der akzeptabel ist. Oder halt auch im Striptiergerät vorne beim Güllefass mit drinne. Wenn man hier halt sieht, wie dick so ein Strunk ist, und der ist halt richtig durchgeschnitten. Jetzt ist er noch hart, jetzt ist er grün. In ein paar Wochen ist er das hier. Ne? Das ist halt alles mürbes Material. Gut, das war erstmal meine Einschätzung zum Kerner 450X Cut. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Also es ist wirklich ein solides Gerät. Ich glaube, kann auch im Preis-Leistung überzeugen, kann ich mir vorstellen, weil so viel schwere Technik ist es nicht. Es gibt auch die 6-Meter-Variante auch für Front und Heck. Das wäre dann für mich doch eher das Interessanteste. Und ja, alle anderen sind ja teilweise gezogen und wenn natürlich ein Fahrwerk dazu ist, kostet das immer mehr Geld. Nichtsdestotrotz hat man da aber auch Vorteile. Aber da kommen wir dann zu, wenn wir soweit sind. Ich sage erstmal danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ja, mal gucken, was wir da machen. Bis dann, Leute. Ciao. It's all or nothing.